Burger von Leslie. Inhalt 200 Stück. Hier oben das lustige Made for Germany. Ja, mit Wildkatzenkopf auf dem Schinken. Hier vorne habe ich jetzt schon ein paar weggeknallt. Allerdings sind die wirklich so verpackt. Finde ich ganz lustig, spart man sich das Auspacken, hat weniger Müll. Ganz nett. Ja, vorne sind sie noch zugestopft, hinten mit Tonerde. Allerdings finde ich die Wandung gar nicht mal so schlecht für die kleinen Dinger. In der Mitte sind sie weich. Ja, gut. Die testen wir jetzt. Bis gleich. So, Leslie China Burger. Schön scharf. Ja, egal. Ah, ziemlich dumpfer Knall, aber nicht so laut. War noch ein zweiten. Jo, der ist schon besser. Und zum Schluss den letzten. Ja, gar nicht so schlecht.